Hallihallo, Hallöle bei einer neuen Folge von Umsonst gezockt für den März 2015. Wir legen auch direkt los ohne großes Vorgeplänkel und fangen wie immer an mit Sony, die mal wieder, muss man sagen, einen absolut großartigen Monat haben. Los geht's auf der PlayStation 3 mit Sherlock Holmes Crimes and Punishments, und die Sherlock Holmes Serie hat sich in den letzten Jahren so von einem ganz, ganz kleinen Geheimtipp zu einem recht großen Spiel tatsächlich gemausert, und Crimes and Punishments ist da eine sehr logische Fortsetzung dieser Entwicklung. Das sieht man auch direkt am Cover zum Beispiel. Das Spiel sieht gar nicht mehr wirklich aus wie ein Sherlock Holmes Spiel. Der Sherlock Holmes Titel ist auch nur klein unter dem Untertitel Crimes and Punishments, um eben offensichtlich auch neues Publikum anzuziehen. Das scheint auch ganz gut funktioniert zu haben. Ich habe viel, viel Positives über das Spiel gehört. Das ist so eine Mischung aus einem ganz klassischen Point-and-Click-Adventure und so den erzählerischen Stärken von Telltale Games. Ihr lauft dort eben als Sherlock Holmes entweder in der First- oder in der Third-Person-Perspektive durch die Gegend. Und wenn es dann an Rätsel gibt, die es zu lösen gibt, oder wenn ihr Tatorte untersucht, dann bewegt ihr eben auch mal einen Cursor. Das heißt, es ist auch wunderbar auf der Konsole zu steuern mit dem Controller. Das Spiel wechselt da die Controller-Möglichkeiten je nach Situation. Das heißt, ihr macht immer gerade genau das, was sich am besten anfühlt. Dazu gibt es eine richtig ordentliche Grafik, sehr viel besser, als man es eigentlich von diesem Genre erwarten würde. Eine wirklich spannende Geschichte, die eben aus mehreren kleineren Fällen besteht. Da macht man recht wenig falsch. Ist vielleicht ein Spiel, was man schnell übersehen würde für 40, 50, 60 Euro. Deswegen, da, wenn es jetzt kostenlos ist auf der PlayStation 3, weiß ich zumindest, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher angucken, nachdem ich da vorher nur mal reingeguckt habe, und ich würde euch das gleiche empfehlen. Sherlock Holmes Crimes and Punishments eignen sich hervorragend für PlayStation Plus, meiner Meinung nach. Unbedingt mal ausprobieren. Viel Spaß dabei. Der zweite PlayStation 3-Titel in dem PlayStation Plus-Angebot ist ein richtiges verstecktes Juwel. Ist ein Indie-Game namens Papo und Yo, wo ein Entwickler die Erlebnisse und Erfahrungen mit seinem alkoholkranken Vater verarbeitet. Und das macht er auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Papo und Yo ist nicht nur ist aber nicht nur von erzählerischer Sicht aus richtig, richtig gut, sondern auch grafisch und spielerisch. Es ist angesiedelt in einer brasilianischen Favela, wo es eigentlich auf den ersten Blick alles recht normal aussieht, aber es gibt eben magische Elemente. Häuser fliegen und laufen durch die Gegend. Ihr müsst die Umgebung manipulieren, um dann durch die Umgebung durchzulaufen. Ihr habt etwa einen kleinen Klotz, den ihr durch die Gegend tragt, und je nachdem, wohin ihr diesen Klotz tragt, dahin laufen dann die Häuser, und so erzeugt ihr euch dann neue Wege. Es ist so eine Mischung aus Jump'n'Run und Puzzlespiel. Wie gesagt, mit einer hervorragenden Geschichte dabei, einem sensationellen Soundtrack. Kann ich absolut 100%ig empfehlen. Ist sehr wahrscheinlich, dass ich es noch nicht gespielt habe, weil es eben wirklich recht versteckt war und auch nicht ganz bekannt wurde. War jetzt kein großer Indie-Hit wie viele andere Spiele in diesem Bereich, aber Papo und Yo hätte es auf jeden Fall verdient, diese Anerkennung zu bekommen, denn es ist absolut einzigartig, erzählt eine einzigartige Geschichte, hat ein einzigartiges Szenario und spielt sich dazu noch hervorragend. Kann ich absolut 100%ig für jeden von euch empfehlen. Papo und Yo auf der PlayStation 3. Die beiden Vita-Spiele diesen Monat sind beide Cross-Buy, das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, mit anderen Konsolen darauf zuzugreifen. Es geht los mit Olli Olli 2 für die Vita und für die PS4. Hervorragendes Spiel. Das ist der Nachfolger logischerweise zu Olli Olli, was so eine Art Endless Runner, Jump'n'Run, so eine Mischung aus Super Meat Boy und eben einem klassischen Endless Runner ist, nur dass es halt nicht Endless ist, aber ihr fahrt automatisch mit eurem Skateboard von links nach rechts und müsst dann Tricks vollführen, und es geht halt darum, dann in Sekundenschnelle zu reagieren. Dazu gibt es eine ganz großartige Grafik und ein sensationeller Soundtrack, der so an Hotline Miami mich erinnert, vom Grate, wie er mich in das Spiel hineinzieht. Also ich habe schon viele, viele, viele Stunden mit Olli Olli 1 verbracht auf der Vita und habe mich da komplett reinziehen lassen. Ich stehe halt total auf so Spiele wie Super Meat Boy oder Rayman Legends, und Olli Olli ist da eine sehr intelligente Fortsetzung quasi von diesen Spielen, weil es noch ein bisschen mehr auf ein Hardcore-Publikum abgezielt ist, als diese Spiele sowieso schon sind, weil es eben sehr, sehr schwierig wird mit der Zeit, aber dazu halt diesen hervorragenden Soundtrack hat, der euch komplett
einfangen wird und alles um euch herum vergessen lassen wird. Olli Olli 2 habe ich jetzt schon mal so etwa 1 bis 2 Stunden angespielt und bin da ebenso begeistert wie beim ersten Teil. Es ist eine sehr konsequente Fortsetzung, wie ich das bisher gesehen habe. Es gab also keine revolutionären neuen Features, sondern es gab ein paar neue, ein paar neue Möglichkeiten, um auf der Strecke rumzufahren, wie etwa Rampen, wo ihr dann an der richtigen Sekunde Tricks machen müsst und dann meterweit durch die Luft fliegt. Ich habe die zumindest in Olli Olli 1 nie gesehen. Ich habe es aber auch nie komplett durchgespielt. Also falls die am Ende des ersten Teils noch auftauchen sollten und deswegen nicht so neu sind, entschuldigt mich bitte. Nichtsdestotrotz, Olli Olli 2 hat ebenfalls wieder einen sensationellen Soundtrack in einem sehr ähnlichen Stil, aber eben mit neuen Songs, hat den gleichen Artstyle, der gleichbleibend hervorragend ist und bietet mal wieder Strecken, die mich sofort in ihren Sog gezogen haben. Deswegen Olli Olli 2 wohl der beste Titel, den es diesen Monat gibt und der ist eben auch brandneu, was ich nicht ganz gut finde, wo es aber dann trotzdem natürlich extra Motivation gibt, sich das runterzuladen. Olli Olli 2, Pflicht-Download für jeden, der eine Vita oder eine PS4 besitzt diesen Monat. Der zweite Videotitel ist dann nicht ganz hochkarätig, aber trotzdem empfehlenswert. Da haben wir nämlich Counter-Spy. Das kann sich so ziemlich jeder runterladen. Das ist nämlich Cross-Buy für die PS3, für die PS4 und für die PS Vita. Das heißt, egal was ihr besitzt, ihr könnt es euch auf jeder Sony-Konsole, auf jeder aktuellen Sony-Konsole runterladen. Counter-Spy, das ist so eine Mischung aus Mark of the Ninja und Shadow Complex. Ihr seid dort in so 10 bis 50-minütigen Missionen unterwegs, die zufallsbasiert sind, was mir nicht ganz so gut gefällt. Ich bin lieber in einer größeren Umgebung unterwegs, wo sich der Level-Designer tatsächlich Mühe gegeben hat, ein sinnvolles Layout zu entwickeln, statt dass einfach irgendwie zufällig generiert aneinander gepappt wird. Aber dafür ist es trotzdem ziemlich, ziemlich spaßig. Spaßiger, als ich erwartet hätte. Counter-Spy. Du spielst dort einen Spion, wie der Name bereits sagt, und musst dort entweder die amerikanische oder die russische Basis durchwühlen nach Plänen für deren Atomwaffe. Es ist eben angesiedelt in einem kalten Krieg, wo beide Länder sich damit bedrohen, in die Luft zu jagen und wo eben ein atomarer Krieg droht. Und ich finde, es ist ein sehr interessantes Szenario, weil du als Counter-Spy eben keine Seite vertrittst, sondern für eine neutrale Organisation eintrittst, die quasi gegen beide Seiten kämpft und du musst eben manchmal gegen Amerikaner und manchmal gegen russische Soldaten kämpfen. Und das ist ein Stealth-Spiel, ganz klar, allerdings kein Stealth-Spiel, das darauf Wert legt, dass du von niemandem entdeckt wirst und am besten gar keinen erledigst, sondern wie ein Geist durch die Gegend schleichst, sondern du hast schon die Möglichkeiten und es wird auch durchaus, du wirst dazu ermuntert, Gegner auch auszuschalten mit Explosivfässern und so weiter. Da gibt es keine sofortigen irgendwelchen negativen Auswirkungen. Das heißt, kommt eher darauf an, dass ihr möglichst effektiv und schnell eure Gegner erlegt, als dass ihr sie wirklich leise umschleicht. Dazu hat es ebenfalls einen super Soundtrack und einen tollen Artstyle. Das ist ein wenig ein Muster diesen Monat, wie ihr vielleicht merkt. Ist kein hervorragendes Spiel, hat so seine Schwächen, die meiner Meinung nach vor allen Dingen eben in den sehr kurzen Missionen und in dem zufallsbasierten Spieldesign liegen. Deswegen ist es aber auch vielleicht auch extra gut für die Vita geeignet, falls ihr die besitzt, eben für unterwegs, um schnell eine Runde Counter-Spy zu spielen. Um sich da wirklich reinzusteigern, ist da ein bisschen zu wenig drin, meiner Meinung nach. Macht trotzdem aber schon ordentlich Spaß. Wenn ich mir aber das restliche Angebot auf den PlayStation-Systemen angucke diesen Monat, dann wird es ein bisschen kritisch mit Counter-Spy. Falls ihr Interesse an dem Genre habt, dann auf jeden Fall angucken. Ansonsten vielleicht eher den anderen Spielen Vortritt geben. Auch PS4-Besitzer bekommen zwei richtig, richtig tolle Spiele. Zunächst wäre da Oddworld New and Tasty. Muss man da noch wirklich viel zu sagen? Ich glaube nicht. Oddworld kennt mittlerweile jeder und On New and Tasty ist eben ein Remake des ersten Teils. Wurde schon ordentlich gefeiert, wo ich auch sehr glücklich mit bin, denn ich bin tatsächlich großer Fan der Oddworld-Welt. Das ist alles sehr, sehr dunkel, sehr düster, sehr einzigartig und darin liegt eben auch begründet, dass wir da eigentlich keine neuen Spiele wirklich zu sehen bekommen, weil es sich natürlich nicht großartig verkauft, sowas
komplett ab von der Norm und ab vom Mainstream. Dafür hat aber Oddworld New and Tasty tatsächlich noch ziemlich viel Presse bekommen und ziemlich viel Aufmerksamkeit. Und nachdem es jetzt das, die Möglichkeit hatte, sich erstmal so ordentlich zu verkaufen, kann man es eben jetzt auch umsonst kostenlos runterladen für alle, die Subscriber bei PlayStation Plus sind, falls ihr da bisher einfach noch nicht genug Interesse daran hattet, um auch den vollen Kaufpreis dafür auszugeben. Ist ein wunderbares Remake des ersten Teils, sieht wunderbar aus. Erneut ein ganz, ganz großartiger, auch einzigartiger Artstyle. Das Muster zieht sich bis hierhin durch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er bisher noch nicht viel Kontakt zu Oddworld hatte, weil es eben ein relativ kleines Franchise ist und der Entwickler Just Add Water möchte auch gerne neue Spiele in der Oddworld-Welt entwickeln. Ist aber ein bisschen davon abhängig, wie gut sich die New and Tasty jetzt verkauft oder verbreitet jetzt mit PlayStation Plus. Das heißt, egal ob ihr Interesse an Oddworld New and Tasty habt oder nicht, ladet euch es euch gefälligst runter und spielt es, damit ich noch ein neues Oddworld-Spiel bekomme. Alles klar? Dankeschön. Als zweites im Bunde ist dann neben Olli Olli 2 der nächste absolute Must-Have, Must-Play-Titel, nämlich Valiant Hearts. Das Ubisoft-Spiel, das angesiedelt ist im Ersten Weltkrieg. Da wurde auch schon sehr viel darüber geredet im letzten Jahr, völlig zu Recht. Es ist eine ganz einzigartige Spielerfahrung, die eine extrem emotionale Geschichte mit wunderbaren Charakteren erzählt, gleichzeitig aber auch wirklich mir etwas Neues beigebracht hat über den Ersten Weltkrieg. Da gibt es tatsächlich ordentlich Informationen, die man sich da auch rausziehen kann. Deswegen funktioniert es sowohl auf einer fiktionalen als auch auf einer realen Ebene. Man lernt etwas und man wird wunderbar unterhalten. Was kann man mehr wollen? Kritik, die ich an Valiant Hearts habe, ist, dass die Spielsysteme ab und zu ein bisschen aufgesetzt wirken. Also wenn man mal wieder irgendein Schalterrätsel irgendwie erledigen muss oder nach irgendeinem Item suchen muss in den relativ kleinen Gebieten, das wirkt ab und zu ein bisschen aufgesetzt, wo irgendjemand im Entwicklerteam gesagt hat, nein, wir sind ein Videospiel, wir müssen irgendwelche Videospielaufgaben haben. Fand ich ein bisschen schade, aber kann den Gesamteindruck kaum schwächen. Ein Spiel, bei dem viele Leute geweint haben, wie ich schon gehört habe, bei dem ich mir auch die ein oder andere Träne wegdrücken musste. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann ist jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit. Perfektes PS Plus Angebot, hat einige Zeit bekommen, um ein bisschen Verkäufe zu generieren. Und für alle, die eh nicht zugeschlagen hätten, gibt es jetzt eben das Ding im PlayStation Plus. Valiant Hearts, falls ihr noch nicht gespielt habt, unbedingt nachholen. Mit so einem großartigen Angebot bei Sony kann Microsoft nur schwer mithalten, schafft es dann diesmal auch nicht ganz, was vor allen Dingen daran liegt, dass es zwar besonders auf der Xbox 360 richtig gute Spiele im Angebot gibt, ihr die aber sehr wahrscheinlich schon gespielt habt. Da gäbe es zunächst auf der 360 Tomb Raider, das Reboot, das ihr sehr wahrscheinlich schon gezockt habt und sehr wahrscheinlich schon begeistert wart. Ich persönlich bin nicht so ganz der große Freund von Tomb Raider, weil es mir zu sehr Uncharted und zu wenig Tomb Raider ist und weil ich auch die Charakterentwicklung nicht so sehr gemocht habe. Die Lara wird da eben als sehr unschuldiger Teenager am Anfang dargestellt, der eben diese Reise durchmachen soll zu der Heldin aus den nachfolgenden Teilen, die wir bereits kennen. Das geht aber alles wahnsinnig schnell. Am Anfang ziert sie sich total, überhaupt ein Reh zu töten, um für Nahrung halt. Aber eine Stunde später hast du dann schon den 200. Soldaten niedergemetzelt und irgendwann fängt Lara auch an, dabei wie Rambo zu brüllen und die Gegner zu beleidigen. Das geht alles viel, viel, viel zu schnell. Hat mich keineswegs können. Das gilt auch für die gesamte Geschichte. Nichtsdestotrotz kann ich aber absolut sehen, dass es ein sehr gutes Spiel ist, abseits von seiner Geschichte und seinen Charakteren. Macht es einfach Spaß, sich durch diese Welt durchzuhüpfen. Aber ich würde mir eben wünschen, dass es im nächsten Teil wieder mehr Tomb Raider gibt und etwas weniger Uncharted, etwas weniger Explosionen, denn das hat der Serie nur bedingt gut getan, fand ich. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Tomb Raider noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das natürlich nachholen. Vielleicht aber eher mit der Definitive Edition auf der Xbox One oder der PlayStation 4. Ob man sie jetzt nochmal zu der Ursprungsversion zurückgreifen muss, das weiß ich nicht. Deswegen weiß ich nicht so ganz, für wen das Angebot ist, aber falls ihr keine Next-Gen-Konsolen habt und Tomb Raider noch nicht gespielt habt, dann warum nicht jetzt mal nachholen. Tomb Raider auf der Xbox 360.
Beim zweiten Angebot auf der 360 kann ich mir große Reden, glaube ich, sparen. Da gibt es nämlich Bioshock Infinite und ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, was Bioshock Infinite bietet und ob wir es mögen oder nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ich halte es für eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich liebe die Geschichte. Ich liebe es aber auch auf spielerischer Ebene. Ich habe mir die DLCs gekauft und da ist ja einer der DLCs besteht ja nur daraus, dass du in einer Art Arena gegen Gegner kämpfst und ich hatte auch da wahnsinnig viel Spaß mit und der Geschichte. Nichtsdestotrotz lebt Bioshock Infinite aber natürlich von seinen Charakteren und von seiner Erzählung. Die hat mich absolut gepackt, die hat mich zu Tränen gerührt, die hat mich dramatisch mitgerissen, hat alles richtig gemacht, was Erzählungen für mich irgendwie richtig machen könnten. Falls ihr Bioshock Infinite aus irgendeinem Grund, den ich mir ehrlich gesagt nicht ganz, den ich nicht ganz nachvollziehen könnte, noch nicht gespielt haben solltet, hey, dann könnt ihr es ja natürlich jetzt unbedingt mal nachholen, aber ich glaube nicht, dass es da besonders viele Leute bei euch gibt. Deswegen das Angebot bei 360, zwei ziemlich coole Spiele, eines ziemlich cool, eines absolut hervorragend, bei dem ich aber nicht weiß, wie viele von euch da wirklich doch heute Interesse dran hätten. Deswegen gibt es da ein ganz großes Mäh von mir für dieses Angebot. Are you afraid of God? No, but I'm afraid of you. Bei der Xbox One gibt es wie die letzten Monate auch wieder ein neues Spiel, nur das hat es aber auch ordentlich in sich und eignet sich auch perfekt für Games with Gold. Es handelt sich dabei nämlich um Rayman Legends. Und Rayman Legends kann ich mir vorstellen, dass es einige von euch nicht gespielt haben, ist jetzt ja nicht der Mega-Seller gewesen. Aber Leute, falls ihr auch nur das allergeringste Interesse an 2D-Jump-Runs habt, dann müsst ihr Rayman Legends spielen, denn Rayman Legends ist der beste Vertreter dieses Genres. Egal ob Super Meat Boy oder sämtliche 2D-Mario-Spiele, Rayman Legends ist meiner Meinung nach das bessere Spiel, was natürlich erstmal mit der zugrunde liegenden Spielmechanik begründet ist, die einfach hervorragend funktioniert. Der Charakter bewegt sich genauso, wie ihr euch das vorstellt, was dann aber fortgesetzt wird mit dem Art-Design und dem Level-Design. Ihr konnt da keine zwei Level spielen, ohne irgendwie zu wissen, was als nächstes kommen würde. Jedes Level bietet mehr an neuen Features und an neuen Gegnern und an neuen Designs und an Ideenreichtum, als die meisten anderen Spiele komplett zu bieten haben. Dann geht es weiter damit, dass es komplett vollgepackt ist mit Content. Ihr habt da komplett Rayman Origins enthalten. Ja, alle Level aus dem ersten Teil sind auch freischaltbar in Rayman Legends. Ihr habt das hervorragende Fußball-Minispiel, das ihr bestimmt schon mal gesehen habt, das, wenn ihr mehrere Leute zu Hause sitzen habt, absolut, absolut, absolut stundenlang Spaß machen kann. Da habt ihr natürlich auch in der normalen Geschichte den Koop-Modus, der wie auch in den 2D Marios hervorragend viel Spaß macht. Ihr habt einen hervorragenden Soundtrack, ihr habt Musiklevel, wo ihr quasi Musik spielt, indem ihr durch die Gegend springt, für die ihr dann wiederum irgendwann mega schwierige Remixes freischaltet, wo sie dann etwa in 8-Bit funktionieren. Rayman Legends hat einfach für jeden was zu bieten in diesem Genre oder für jeden, der auf dieses Genre auch noch ansatzweise steht. Deswegen, falls ihr es noch nicht gekauft habt und einen Xbox One besitzt, dann müsst ihr 100%ig Rayman Legends genau jetzt spielen. Auf dem PC gibt es jetzt gerade leider kein großes Humble Bundle im Angebot, wo ich das hier aufnehme. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass da noch was kommt. Deswegen möchte ich euch raten, guckt doch einfach den nächsten Tag immer mal wieder bei humblebundle.com vorbei. Denn dort gibt es eben allwöchentlich neue Bundles und dann kommt demnächst auch wieder bestimmt ein großes Bundle. Da gab es ja jetzt letztens erst das Star Wars Bundle. Da gab es noch ein Square Enix Bundle, wo es Spiele wie Hitman und das neue Thief und hast du nicht gesehen für irgendwie 7 Euro gab oder so. Da macht man sehr wenig falsch, deswegen behaltet das einfach mal im Blick. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ist, dass es bei EA Origins mal wieder ein kostenloses Spiel gibt und mal wieder, wie letzten Monat mit Theme Hospital, einen echten Retro-Klassiker mit Syndicate. Da meine ich natürlich nicht den Shooter mit, obwohl ich den auch ziemlich gut fand. Nein, ich meine natürlich das Ursprungs-Syndicate, das Taktikspiel von Peter Molyneux, damals mit Bullfrog entwickelt. Habe ich selber leider noch nie gespielt, aber deswegen werde ich die Chance auf jeden Fall nutzen, in den nächsten Tagen das mal selbst anzuzocken. Kann euch deswegen qualitativ aus meiner Erfahrung noch nicht allzu viel dazu sagen. Habe allerdings schon aufgehört, dass das Spiel über jeden Zweifel erhaben ist und wird seinen Kultstatus ja auch nicht ganz umsonst bekommen haben. Falls ihr mal
in Nostalgie schwelgen wollt, falls ihr es damals gespielt habt oder falls ihr jetzt mal herausfinden möchtet, ob Molyneux tatsächlich mal gute Spiele entwickelt hat, was ja viele Leute heute anzweifeln, dann könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen mit Syndicate. Ganz, ganz viel Spaß damit. Und das war es auch schon mit Umsonst gezockt für diesen Monat. Zusammenfassend muss man auf jeden Fall sagen, dass Sony wieder einen unglaublichen Monat hat. Was ihr da bezahlt für PlayStation Plus, rentiert sich mal wieder tausendfach. Xbox One kann und Xbox 360 können da nicht so ganz mithalten, eben weil die Spiele zwar super sind, im Fall der Xbox 360 aber schon größtenteils bekannt. Rayman Legends macht es aber im Grunde für mich wieder wett, weil es einfach ein so sensationell großartiges Spiel ist. Und auf dem PC solltet ihr, glaube ich, Syndicate auf jeden Fall einmal selbst ausprobieren. Ich bedanke mich fürs Zugucken, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ein bisschen Informationen herausgezogen. Ich wünsche nochmal dem Tom eine gute Besserung, der liegt todkrank im Bett zu Hause. Ganz, ganz schönen Tag noch, auf Wiedersehen und tschüss. Das war's für diesen Monat mit Umsonst gezockt. Danke fürs Zugucken. Falls ihr unseren letzten Podcast verpasst habt, guckt doch mal dort oben. Da habe ich mit dem Mats eine ganze Weile Blödsinn erzählt. Außerdem von letzter Woche unsere Videos zu Dragon Ball Xenoverse und dem deutschen Indie-Game Crosscode. Beide sehr interessante Spiele. Falls ihr es verpasst habt, guckt unbedingt mal rein. Wie immer auch der kurze Hinweis, dass ihr euch für einen Probemonat bei Audible unter www.audible.de/hooked mit einem kleinen H anmelden könnt und uns damit auch ein bisschen unterstützt. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Wann auch immer ihr es guckt. Ganz, ganz schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.